Name ist Antje Polus und zusammen mit meinem Mann Ingo habe ich dieses schöne Buch geschrieben über unsere 14-monatige Reise mit unserem Segelboot, die uns von Bremerhaven in die Karibik und wieder zurückführte. 14 Monate Sommer heißt es und 14 Monate Sommer heißt auch 14 Monate Sonnenbrille, aber die brauche ich ja heute nicht. Bei einem Blick ins Buch, so wie es die Online-Buchhändler gewähren, kann man das Buch schon mal angucken bis Seite 35 und kurz danach geht es dann los mit der Biskaya-Überquerung. Und um euch das Buch ein bisschen weiter vorzustellen, habe ich mir gedacht, ich lese euch mal ein bisschen von der Biskaya-Überquerung vor. Und zwar den Beginn und den ersten Tag. Die Überquerung der Biskaya. Am Sonnabend, dem 19.07.2014, klingelt um 7 Uhr der Wecker, weil wir vor unserem Biskaya-Turn noch einiges zu erledigen haben. Noch ein letztes Mal die Piepshow im Duschraum erleben. Fällt aber leider aus, weil Ingo und ich alleine im Duschraum sind. Anschließend frühstücken und kurz nach 8 die Wind- und Wettervorhersage auf den Rechner laden und auswerten. Sieht nicht schlecht aus. Zunächst nur schwacher Wind von vorne. In der ersten Nacht soll er auf Nordwest drehen und auf 4 bis 5 zunehmen. An den weiteren Tagen und Nächten soll der Wind mal mehr, mal weniger aus Nordwest und Ost wehen. Wir segeln Kurs Süd-Südwest, 207 Grad, sodass die vorhergesagten Winde aus diesen verschiedenen Richtungen in den vorhergesagten Stärken von 1 bis 6, also keine 7 Beaufort mehr, für uns annehmbar sind. Günstiger bekommen wir es hier wohl nicht. Um 10.15 Uhr verlassen wir bei strahlendem Sonnenschein und wenig Wind Camaret, unseren letzten französischen Hafen. Die erste große Herausforderung der Reise liegt direkt vor unserem Bug. Ziel ist eine geschützte Ankerbucht bei Cedira in Spanien, 27 Seemeilen nordöstlich von La Coruña. Nach 3 Tagen und 2 Nächten auf See wollen wir dort ankern und ausschlafen. Quel malheur. Es geht unter Maschine los. Sonnenschein, relativ ruhiges Wasser. Ingo hat die Angel ausgepackt und versucht sein Glück damit. Ich erledige den Abwasch. Das reinste Idyll. Aber das dicke Ende kommt alsbald. Entgegen jeder Regel und Vernunft habe ich kurz nach dem Verlassen des Hafens die Luken im Salon und Vorschiff geöffnet. Frische Luft sollte ins Boot kommen. Gegen 13.30 Uhr erreichen wir die Landspitze Pointe Duras. Der Seegang wird rauer. Wir sind mit 8 Knoten Fahrt über Grund unterwegs, als sich vor uns wie aus dem Nichts eine Art Brandungswelle erhebt. Ingo nimmt sie im letzten Moment wahr, dann fallen ihm die offenstehenden Luken ein. Aber es ist zu spät. Durch die große Luke im Vorschiff ergießt sich unser ganz persönlicher Niagara-Fall. Ich kann es nicht fassen. Blicke wie erstarrt auf diesen Schwall von gefühlten 348 Liter reinen Atlantikwassers. Dumm gelaufen. Die See verzeiht keine Fehler und es war ein Fehler, die Luken auf See zu öffnen. Nun bricht an Bord hektische Betriebsamkeit aus. Das Vorschiff muss komplett ausgeräumt und die Bilge trockengelegt werden. Gemeinsam gehen wir die Schadensbegrenzung an und bekommen das Malheur ganz gut in den Griff. Im Salon und im Cockpit herrscht ein unglaubliches Durcheinander. Zum Glück ist es warm, die Sonne scheint, die Polster können im Cockpit getrocknet werden. Einiges wird an der Reling aufgehängt. Und so kommt es, dass die stolze Amazone die ersten Seemeilen ihrer Biskaya-Überquerung als fahrender Wäscheständer zurücklegen muss. Wie peinlich ist das denn? Die erste Nacht verläuft ganz ruhig. Unter Großsegel und Motorunterstützung fahren wir bei schwachem südlichen Wind durch die Nacht. Nur ein einziger Segler kommt uns entgegen, sonst gibt es keine weiteren Kontakte. Irgendwann nach Mitternacht besuchen uns Delfine und tauchen leider bald wieder ab. Der Sternenhimmel ist beeindruckend, die Atlantikdünung langgezogen und sanft. Gegen 1 Uhr erreichen wir allmählich den Festlandsockel. Hier fällt die Wassertiefe von 100 auf über 5000 Meter ab. 5000 Meter, das sind ungefähr 50.000 Handbreit Wasser unter dem Kiel. Schwindelerregende Zahlen und auch ein bisschen gruselig, wie ich finde. So, das war der Beginn unserer Überquerung. Fing ja ein bisschen dramatisch an. Ging aber dann doch noch ganz gut zu Ende. Als nächstes würde ich euch gerne den zweiten Zwischenruf unserer Amazone vorlesen. Sie hat sich ab und zu mal zu Wort gemeldet und
Dieses war nun das zweite Mal, dass sie sich gemeldet hat. Habe ich nicht gesagt, da ist etwas ganz Großes im Gange? Und, habe ich recht gehabt? Winterlagerhalle fällt für mich in diesem Jahr jedenfalls aus. Repariert und geschraubt wird jetzt im Schweiße des Angesichts. Unter der Sonne Frankreichs und den Palmen Spaniens und wer weiß sonst noch wo. Das hier ist mein zweiter Frühling, mindestens. Und bis jetzt ist es der beste. Andere werden aufs alten Teil geschoben. Und ich starte noch einmal richtig durch. Helgoland war der letzte bekannte Hafen, den wir angelaufen haben. Meine Süßwasserdusche bekomme ich nach den Turns regelmäßig. Neulich gab es zur Abwechslung eine Salzwasserdusche fürs Vorschiff. Und zwar von innen. Unglaublich so etwas. Mensch, Leute, wir sind hier doch nicht auf dem Werdersee. Da war ich zwar noch nicht, aber ich stelle mir vor, dass es da wesentlich kleinere Wellen gibt als auf der Biskaya. Ich vermute, dass die Luken in Zukunft auf See geschlossen bleiben. Die beiden haben jedenfalls gute Vorsätze, so wie ich es mitbekommen habe. Wir haben also die Biskaya überquert und bis auf den kleinen Zwischenfall war alles ganz prima. Ich kann mich nicht erinnern, schon mal so viel Wasser unter dem Kiel gehabt zu haben. Manchmal zählt jeder Zentimeter. Und hier hatte ich mehr als verschwenderische 5000 Meter zur Verfügung. Geankert haben wir auch schon. Macht sich gut, der neue Anker, obwohl es eigentlich keine richtige Bewährungsprobe war. Geschützte Bucht und kaum Wellen. Mal sehen, wie es mit ihm klappt, wenn er wirklich gefordert wird. Hallo, du da vorne am Bug, ich zähle auf dich. Es ist also soweit alles paletti. Wobei ihr aber bitte nicht glauben wollt, dass bei uns an Bord 24 Stunden lang die Sonne scheint. Neulich hat es zwischen den beiden ganz schön gekracht, das kann ich euch sagen. Vor kurzem hat einer unserer zahlreichen neuen Bekannten gesagt, an Bord zählt jedes Jahr Partnerschaft wie 2 Jahre an Land. Ihr kennt das ja wahrscheinlich. In einer Ehe kämpft man zunächst um die Vorherrschaft, dann um die Gleichberechtigung und später ums nackte Überleben. Fragt mich jetzt nicht, wer von den beiden gerade in welcher Phase steckt, das ist nämlich nicht eindeutig zu sagen. Aber eines ist ganz sicher, wenn es darauf ankommt, halten sie zusammen. Da kann ich mich auf die beiden verlassen. Bei uns wird es jedenfalls nicht langweilig. Ich bin gespannt, was wir noch alles erleben werden. Ja, tatsächlich haben wir noch eine ganze Menge erlebt. Und die Amazone hat sich auch noch weiter zu Wort gemeldet. Das findet ihr alles im Buch. Einmal zu Wort gemeldet hat sich auch unser Schlauchboot, unser Dinghy. Das kleine, süße Schlauchboot, was sich so ein bisschen unbeobachtet gefühlt hat. Und zufällig, oder auch nicht zufällig, ist es gerade hier bei uns zu Besuch. Die kleine Gummiwurst. Damit sind wir immer an Land gefahren, wenn wir vor Anker lagen, um Proviant zu holen, Diesel oder Wasser oder auch einfach mal nur so zum Spaß durch die Gegend getuckert sind. Wie gesagt, es ist nicht das Größte, aber hatte auch seine Vorteile. Es war leicht zu verstauen und es hat uns wirklich unschätzbare Dienste geleistet. Oh, was ist denn das? Eine Muschel von Antigua. Ja, es war eine schöne Zeit. Ach, ah ja, hier, die Kokosnuss von Dean. Die hat er uns in Tobago geschenkt. Das sind doch die schönsten Andenken, mit denen sich auch eine Geschichte verbindet. Aber ich schweife ab, ich wollte ja von der kleinen Gummiwurst erzählen. Also die kleine Gummiwurst hat sich dann einmal zu Wort gemeldet und sich bitter beschwert. Wer oder was bin ich? Fühlt ihr euch auch manchmal klein, hässlich und unbeachtet? Steht ihr im großen Schatten eines anderen? Glaubt ihr, der Knochen zu sein und jemand anderes ist immer der Hund? Tag für Tag macht ihr eure harte, schwere Arbeit ohne Murren und Knurren, doch auf ein freundliches Wort, ein Lob oder gar Anerkennung wartet ihr vergebens? Grau und trist ist euer Alltag und ihr würdet so gern mal die Wahrheit sagen? Es endlich einmal herausschreien, wie gemein und niederträchtig ihr es findet, dass eure Anwesenheit als selbstverständlich und nicht weiter erwähnenswert angesehen wird? Habt ihr auch manchmal die Nase voll, wenn die einzige Aufmerksamkeit, die ihr bekommt, Hohn und Spott ist? Geht euch auch manchmal die Luft aus? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wird Zeit, dass ich mich vorstelle. Ich bin das Schlauchboot, das Dinghy, das Anhängsel an der Amazone, die Gummiwurst, wie ich auch genannt werde. Mir einen Namen zu geben, hat bisher niemand für nötig gehalten. Es gibt mich, weil man mich braucht. Punkt. Zugegeben, ich bin nicht das Größte, genau genommen sogar fast immer das kleinste Schlauchboot am Dinghy-Dock.
aber auf mich ist Verlass. Wie würden die Herrschaften denn vom Ankerplatz an Land und wieder an Bord kommen ohne mich? Wer transportiert denn die vielen Einkäufe und Kanister? Wer scheuert sich denn fast wund an den rauen Anlegern, wird hin und her geschubst und wartet geduldig in der sengenden Sonne? Rechts und links von mir all die großen, prächtigen Schlauchboote, manche sogar mit richtiger Sitzbank, mit Rückenlehne und einem in der Sonne glänzenden Steuerrad. Und das sind nicht immer angenehme Nachbarn. Neulich sagte doch einer ganz unverblümt zu mir, dass dich deine Leute hier anschließen, ist ja eigentlich überflüssig. Wer sollte dich schon klauen? Mit dir kann doch keiner etwas anfangen. Das war hart und auch gelogen. Da musste ich erst mal schlucken. Fast hätte ich mich dazu hinreißen lassen, auf diesem Niveau zu antworten. Aber ich weiß ja, was ich gehört. Also, Antje und Ingo, auch wenn mich noch nie jemand danach gefragt hat und ich auch nicht weiß, ob es hier jemanden interessiert, ich finde es toll, mit euch unterwegs zu sein. Das Wasser ist so herrlich türkis und warm. Ich muss nicht frieren und habe schon viele nette Bekanntschaften an den Schlauchbootstegen gemacht. Es gibt ja immer so eine und solche. Ich fahre euch und eure sieben Sachen bei Wind und Wellen gerne hin und her. Schließt mich bitte immer gut an. Vielleicht ist ja doch mal einer scharf auf mich. Und ich würde so gerne mit euch weiterreisen und möglichst wieder nach Hause kommen. Oft weiß man etwas erst zu schätzen, wenn es nicht mehr da ist. Wäre doch schade, wenn es euch mit mir so gehen würde. Eure kleine Gummiwurst. Ja, da hat sie recht, die kleine Gummiwurst. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die man einfach als selbstverständlich hinnimmt und ohne die es doch eigentlich gar nicht geht. Wenn es euch Spaß gemacht hat zuzuhören oder ihr ein bisschen Appetit auf unser Buch bekommen habt, 14 Monate Sommer und das Segeln in die Karibik und zurück. Tschüss!